Ei, Gude, hier bist du richtig, hier kannst du bleiben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie man auch hier wieder im Hintergrund erkennen kann. Es ist in die andere Richtung. Man sieht es leider nicht. Auf jeden Fall sind wir gerade eben vor Stunde, anderthalb in Brünn angekommen. Und wer steht hier? Oder was steht hier alles? Also ist schon geil. Man sieht es im Hintergrund. Es ist orange. Es ist Dani Pedrosa mit seinem Team. Beziehungsweise KTM, das Team, und Dani Pedrosa, wie man es nehmen will, waren heute oder ich weiß nicht, auch vielleicht gestern am Testen, hat mir eben noch mal eine Unterschrift abgeholt. Und jo, sehr netter Mensch, also sehr angenehm. Haben uns so ein bisschen unterhalten oder die anderen haben sich schon ein bisschen mit dem unterhalten. Ich habe noch so ein bisschen mit reingeschnuppert. Auf jeden Fall sehr, sehr klein, der Gute. Hätte ich nicht gedacht. Und auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los. Wir sind jetzt hier 3 Tage in Brünn und gehen gleich erstmal über die Strecke aufgebaut. Haben wir schon. Ich habe auch so eine kleine Überraschung in dem Video, was ich auf jeden Fall ankündigen werde. Bleib gerne dran, auf jeden Fall. Und wenn du möchtest, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo einmal unten drauf drücken. Würde ich mich mega freuen, wenn du dich dazu gesellst. Und dann machen wir jetzt erstmal ein schönes kleines Intro. So, die erste kleine Ankündigung, beziehungsweise vielleicht ist es auch eine große Ankündigung, es ist auf jeden Fall was, was mich sehr viel beschäftigt und womit ich mich sehr viel beschäftige und womit ich sehr viel Zeit verbringe. Und weswegen auch nicht ganz so viele Videos kommen momentan, ist, ich möchte oder beziehungsweise bin dabei, einen Shop aufzumachen für, ich sage jetzt einfach mal Trackparts, Motorradzubehör beziehungsweise auch ja, alles, was man so für die Rennstrecke oder für daheim gebrauchen kann, was sinnvoll ist, was vor allem alles mit der Hand selbst hergestellt ist. Mein Bruder und ich, wir arbeiten da gerade zusammen dran. Ich habe auch schon das erste Teil hier, was ich gerade dann jetzt die nächsten 3 Tage testen werde hier in Brünn. Und ob das alles so den Anforderungen entspricht, die ich daran stelle. Ob meine Wünsche erfüllt werden, weil das ist so, dass mir das Wichtigste, dass ich zufrieden bin, dass ich euch da draußen zufriedenstellen kann. Es sind jetzt keine neuen Erfindungen, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade so die Welt entdecken. Nein, es ist einfach, es sind Sachen, die gibt es schon, die gibt es aber in meinen Augen nicht gut. Das erste Produkt, was ich gerade hier habe, ist ein Windschützer, ein Windbreaker für die Räder, wenn die Reifenwärmer draufgezogen sind, wenn man das Motorrad draußen im Pavillon stehen hat oder wenn es einfach total windig durch die Box zieht. Ihr kennt das mit Sicherheit alle, dass die Temperatur einfach in den Rädern gehalten wird, dass die Felgen mit warm bleiben oder mit warm werden etc., wenn es einfach ein bisschen blödes Wetter ist. Genau das teste ich jetzt, ob das alles so den Anforderungen entspricht, die ich habe, ob das die Temperaturen aushalten, ob das die Temperatur aushält. Es ist, ich will noch nicht ganz verraten, aus was es alles ist. Das seht ihr dann alles im Shop. Es ist auf jeden Fall anders als anderes herstellen, weil ich will keine Namen nennen, das ist auch egal. Ich will auch nichts schlecht reden, aber ich habe halt so meine Erfahrung gemacht mit Produkten, die ich gesehen habe und wo ich weiß, sowas werde ich mir definitiv nicht kaufen und wo ich mich alleine schon darüber geärgert habe, dass es sowas überhaupt von namhaften Herstellern gibt. Wie gesagt, ich nenne keine Namen, ich werde auch nichts erwähnen, weil gehört sich einfach nicht, aber ich will es besser machen, weil es mich persönlich stört und ich möchte es dir da draußen weitergeben. Der Link wird jetzt noch nicht unten drin stehen. Ich bin an den Produkten am Arbeiten, ich mache schon mal Werbung dafür, ich sage euch das Ganze jetzt einfach schon mal. Es wird auf jeden Fall ein Shop kommen mit vielen, vielen Sachen, die alle selbst hergestellt werden und dann könnt ihr, wenn es alles soweit ist, könnt ihr gerne durchstöbern und ich hoffe und ich glaube auch, dass es sehr, sehr vielen da draußen gefallen wird und dass es wirklich was ist, was man wertschätzen kann, wo Handarbeit drin steckt, wo Überlegung dahinter steckt und was auch wirklich dann so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja.
Windschützer jetzt zum Beispiel kosten 139 Euro. Kann man in verschiedenen Farben erwerben. Könnt ihr euch zusammenstellen, wie ihr wollt. Ob ihr das rot-weiß-rot haben wollt oder wie auch immer. Gefüttert, es ist winddicht, wasserabweisend. Ganz wichtig, dadurch, dass es genäht ist, ist es nicht mehr wasserdicht, sondern wasserabweisend. Und wie gesagt, es ist gefüttert. Es ist sehr dick. Es ist nochmal ein Watte drum. Beziehungsweise drin und ist dementsprechend halt auch sehr gut wärmeisolierend. Okay, der stehende Start mit der Cover klappt noch nicht so gut wie mit der R6, die ich ja 3 Jahre lang gefahren bin. Von P17, zugegebenermaßen, es waren nicht alle am Start, auf P5 vorgefahren, aber ich denke, das hätte jetzt auch nicht so viel ausgemacht, weil die Zeiten hinter den Jungs auf P6 abwärts fallend nicht wirklich weit weg von mir waren. Ich weiß jetzt leider meine Qualifying-Zeit nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine Instruktorzeit, deswegen bin ich so weit hinten gestartet. Die Jungs hier vorne sind so um die 14 gefahren, 2 Minuten 14. Ich habe versucht, am Anfang dran zu bleiben. Aber wie ihr seht, Kurve für Kurve reißt es allmählich doch ein Stück weit ab. Und konnte die Pace leider nicht ganz so gut mithalten. Ich mache das hier jetzt einfach mal so ein bisschen kommentiert. Habe ich mal Bock drauf. Werde ich versuchen, öfter zu machen. Wenn euch das gefällt, wenn das gut ankommt. Und wenn ihr die ganze Aufnahme vom Rennen nochmal sehen wollt, drückt gerne auf Abonnieren. Es wird nochmal ein Video hochgeladen, wo das ganze Rennen von Anfang bis zum Ende zu sehen ist. Das Rennen war zugegebenermaßen auch gar nicht so einfach zu fahren. Hier unten ist zwar jetzt alles trocken, aber ihr habt es eben gesehen, bergauf auf die erste links, auf die erste Schikane ist es ein bisschen feucht gewesen. Und jetzt hier gleich hoch, berghoch, die letzte Schikane auf Stadtziel war auch nicht ganz so einfach zu fahren. Ihr werdet sehen, es ist leicht feucht, man musste die Linie sich so ein bisschen raussuchen, ein bisschen verschieben. Aber es hat jede Menge Spaß gemacht. Nochmal der kurze Blick nach hinten. Habe ich zum Glück den Spiegel noch vom Instruieren dran. Ist es Schummeln? Kann man jetzt so und so sehen. Man kann auch einfach nach hinten gucken. Also von daher. Ich habe es ein bisschen einfacher sagen müssen. Aber ihr seht es, hier ist es ein bisschen feucht. Schade, aber dennoch alles sehr, sehr gut zu handeln. Und es war einfach nur eine Frage, wie viel Eier hat man da jetzt, um rauszubeschleunigen, weil es ist absolut nichts passiert. Brünn ist irgendwie sehr, sehr komisch vom Asphalt. Mal ist es ein bisschen rutschig, wenn es ein bisschen feucht ist. Und dann in dem Fall zwischen der Feuchtigkeit, wo es trocken ist, ist mal wieder gar nichts. Also, naja, weiter geht's im Video. So, wir sind jetzt an Tag 3. Ich hatte leider Tag 1 und 2 nicht wirklich viel Zeit, irgendwas zu filmen. Ich habe zwischendurch mal die Kamera ausgepackt und gestern waren zum Beispiel Rennen, da habe ich ein bisschen was aufgenommen, nur so ein bisschen den Start mit reingepackt. Jetzt hat es wieder geregnet, 5 Minuten lang. Da ist direkt alles versaut hier in Brünn, weil im Nassen brauchen wir hier irgendwie gefühlt gar nicht so richtig zu fahren, der Asphalt. Ihr werdet es im Titel wahrscheinlich auch schon merken, es geht so ein bisschen um den Asphalt hier in Brünn. Viele beschweren sich immer darüber, dass der Asphalt hier in Brünn nicht mehr so geil wäre. Und oh, wenn der Asphalt besser wäre, wäre ich 2 Sekunden schneller. Ja, bist du aber nicht. Das ist immer so die unschöne Wahrheit, die niemand hören will. Und jeder sagt, ja, aber ich bin dann 2 Sekunden schneller mit dem alten Asphalt. Der alte Asphalt ist aber einfach nicht mehr da. Punkt. Ich bin den alten Asphalt leider nie gefahren, weil immer alles abgesagt wurde wegen Corona. Also den alten Asphalt. Es ist immer noch der gleiche Asphalt, der hier drauf ist. Die haben ja nichts Neues hier gemacht. Der Asphalt ist einfach nur anscheinend schlechter geworden. Der Asphalt ist nicht ganz so geil, aber der Asphalt hat für uns Hobby-Racer immer noch mehr als genug Grip. Das Einzige, was mich auf jeden Fall stört, was ich kacke finde, wenn es jetzt mal geregnet hat, der Asphalt ist wieder trocken, so wie jetzt, es trocknet gerade ab. Hier hinten sieht man wahrscheinlich nicht. Die Kurve ist noch ein bisschen feucht. Und wenn dann alles wieder trocken ist, die ersten Runden,
oder der erste Turn nach dem Abtrocknen ist einfach kacke. Das ist so irgendwie, als wenn der Asphalt sich von dem Regen erholen müsste. Und auch sobald man im Nassen drauf geht, es ist einfach wie Schmierseife mit den Schuhen allein schon. Also auch schon hier in der Pitlane, ist ganz, ganz komisch, als wenn du, weiß ich nicht, ja, Schmierseife unter dir hättest. Und das ist, weiß ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir nur einmal im Jahr hier in Brünn sind. Ja, was aber ganz gut funktioniert, ist der SC0, so ab 20 Grad Asphalttemperatur. Das funktioniert dann sehr, sehr gut. Eine härtere Mischung mag der Asphalt irgendwie nicht ganz so gut. Also ich habe auch viel beobachtet. Hier fahren viele den SC0, zum Beispiel jetzt von Pirelli, oder halt einfach eine weiche Mischung. Scheint besser zu funktionieren. Es sind aber immer noch sauschnelle Zeiten möglich. Michi Motorsport ist hier eine 2 Minuten 6 gefahren. Der hat kein Werksmaterial oder irgend so ein Mist. Und 2 Minuten 6 ist schon... Das ist schon schnell. Also das ist schon gar nicht so langsam. So, draußen fahren noch die letzten. Wir räumen alles ein. Und ja, sind eben noch, bin schon ein Rennen gefahren. Also ganz spontan habe ich mir gedacht, komm, fährst du es doch mit. Bin von P17 gestartet. Am Start, glaube ich, direkt auf P5 vorgefahren. Das habe ich dann auch gehalten. Ich wurde einmal noch überholt. Die war sowieso nicht in meiner Klasse, also es war Gesamtwertung. Von den 600ern wurde ich dann auch Fünfter, weil die vor mir, die waren dann doch nur ein Stück schneller. Ich hatte einfach keine Fahrzeit, die ich für mich nutzen könnte. Ich habe 2 Tage lang vollkommen durchinstruiert. Dementsprechend bin ich jetzt zum Schluss nochmal eine 2.19 gefahren. Hatte im Endeffekt 2 Turns für mich alleine, wo ich mal für mich fahren könnte. Einmal ein Turn. Und einmal das Rennen jetzt. Und der Asphalt war zwischendurch noch ein bisschen nass im Rennen. Ja, aber diesmal war der komischerweise besser nach dem Regen, der Asphalt, als am Freitag. Von daher lief es auch da ein bisschen besser. Es war ein bisschen mehr Vertrauen da. Die weiche Mischung der SC0 funktioniert immer noch sehr gut. Und ich bin auch der Meinung, es funktioniert hier einfach ein Stück weit besser, wenn man eine weichere Mischung fährt. Dann ist der Asphalt gar nicht mehr so scheiße, wie alle sagen, sondern doch wirklich gut. Gestern hatten wir zum Beispiel auch noch, gibt es auch jedes Mal hier bei der bei Gas, gibt es so eine Viertelstunde Gas Family on Track. Da kann wirklich alles und jeder fahren, was ein Motor irgendwie in seinem Gefährt hat. Zweirad natürlich. Ob das jetzt der kleine Sohn mit 3 Jahren auf seinem Pocketbike ist oder keine Ahnung, ob das der Opa mit seinem, weiß ich nicht, sehr schnell Rollator oder irgendwie sowas ist. Also alles, was einen Motor hat, darf dann schon auf die Strecke und dann darf man einfach mal so eine Sightseeing-Lap machen, 1-2 Runden, je nachdem, wie lange die Marshals dann auch draußen sagen, okay. Und dann ja, passt das, dann kann man sich einfach mal die Strecke angucken. Finde ich, ist gar nicht so blöd, ist auch einfach mal schön für die Familie. Gibt auch, wie das hier alles so ist, so einen schönen familiären Touch nochmal rein. Und dementsprechend hat man wieder 3 sauschöne Tage, auch wenn wir das Wetter gar nicht so geil war. Gestern war Sonne pur, da hatte ich sehr viel zu tun gehabt. Freitag war auch schon gut. Die ersten 2 Turns waren noch nass bzw. feucht. Dann lief es aber auch von der Instruktion her auch sehr, sehr gut. Also ich hatte wirklich jede Menge zu tun. Dementsprechend konnte ich leider nicht so viel filmen. Aber wie gesagt, waren 3 wunderschöne Tage. Jetzt fahren wir nach Hause. Und dann würde ich sagen, wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und auf Abonnieren drücken. Würde mich mega freuen. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Lukas61.